die ehemalige Wachhütte vom Führerhauptquartier Felsennest. Was man sehr gut sehen kann, ist, dass die alte Bunkertür noch drin ist. Überreste vom Felsennest. Noch mehrere Bunkerdecken, die überall rumliegen. Das ist verboten. Der obere Teil vom Felsennest. Mächtige Bunkeranlage gewesen. Die Deckenplatte ist noch vorhanden, ansonsten ist alles eingestürzt. Das sind die Reste der Mannschaftsunterkünfte. Der linke Teil bis zur Kerbe war Hitlers Zimmer. In der Mitte das war Linge und rechts hat Keitel genächtigt. So, noch einmal der ganze Komplex von oben. Also das große Loch im Boden hier ist davon übrig. Hier im unteren Bereich kann man jetzt sehr gut erkennen, wie dick die Stahlträger waren, die die Decken gehalten haben. Fundamente eines weiteren Nebengebäudes noch ganz gut zu sehen.